Leben ist so schräg. Eines Tages werde ich Jonah Jameson sagen, wer ich wirklich bin. Nur um den Ausdruck in seinem Gesicht zu sehen. Endstation zum Netzexpress. Wo warst du mein ganzes Leben lang? Ich gehe besser nach Hause, bevor Tante May noch die Polizei nach mir suchen lässt. Nie habe ich Zeit für Sightseeing. Daran könnte ich mich gewöhnen. Der Kerl, der Onkel Ben getötet hat, ist tot. Man könnte meinen, dass mir das Frieden bringt. Das tut es aber nicht. Nicht mal annähernd. Bestätigte, dass ein Serienmörder frei herumläuft. Einer mit einem besonderen Merkmal. Er jagt
andere Mörder. Sein letztes Opfer ist Dennis Carradine, verurteilter Mörder und Waffenhändler. Carradine war der Haupttäter der Schießerei in Queens letztes Jahr, der Benjamin Parker zum Opfer fiel. Einige New Yorker, mit denen wir gesprochen haben, begrüßen die Tatsache, dass die Kriminellen von der Straße geholt werden. Hey, da möchte jemand mal richtig aufräumen? Ich hab nichts dagegen! Die Polizei weist jedoch auch auf eine Gefahr für die Allgemeinheit hin. Diese Person ist ein gefährlicher Psychopath. Er geht extrem brutal vor und hinterlässt die Buchstaben CK in Blut als Kennzeichen. Die Tatorte sehen so schrecklich aus, dass selbst erfahrenste Beamte schockiert sind. Aufgrund der Buchstaben und der Grausamkeit der Verbrechen nennt die Polizei den Mann den Carnage Killer. Sollten Sie über Informationen verfügen, melden Sie sich bitte bei der Polizei. Whitney Chang für das Daily Bugle News Network. Schrecklich. Ach, aber wenigstens ist es nun vorbei. Der Mann, der uns Ben genommen hat, wird niemandem mehr wehtun. Vielleicht finden wir jetzt Frieden. Peter, was ist mit dir? Tante May, es ist nur... Ich bin froh, dass... Ich weiß, das ist falsch. Du bist erleichtert, dass ein böser Mann niemandem mehr wehtun kann. Das ist was anderes. Du bist froh, dass ein Mörder bestraft wurde. Daran ist nichts falsch. Ich weiß, aber ich... Ein Teil von dir wünscht sich, du hättest ihn bestrafen können. Ja. Das hätte Ben nicht gewollt. Er wollte, dass du hart arbeitest, einen Abschluss machst, eben alles, was du so gemacht hast. Wo er auch ist, er ist sehr stolz auf dich und ich bin's auch. Ich hatte mir gewünscht, dass diesem Carradine schlimme Dinge geschehen. Das ist völlig normal. Er hat deinen Onkel getötet. Ja, aber... Peter Parker, Schuldgefühle wegen Ben sind schlimm genug. Das wirst du nicht auch noch auf dich nehmen. Wieso soll's deine Schuld sein? Hast du ihn getötet? Nein. Er war ein Verbrecher. Er hatte mit schlimmen Leuten zu tun. Darüber hatte er ganz allein die Kontrolle. Was hättest du schon tun können? Du fühlst dich also besser? Mein Mann ist noch immer tot. Das wird für immer wehtun. Du meintest, wir könnten jetzt vielleicht Frieden finden. Ja, jetzt, da wir diese Fragen endlich los sind. Wo ist er? Warum finden Sie ihn nicht? Blicken wir jetzt nach vorne. Aber wann werden wir wieder glücklich? Wir werden wieder glücklich, Peter. Ich verspreche es dir. Du hast Whitney Chang gehört. Es gibt Leute, die dem Carnage Killer danken. Ich kann das irgendwie verstehen. Das ist was anderes, als es gut zu heißen. Du bist ja nicht froh, dass dieser Carnage-Kerl da draußen mordet, oder? Du willst doch auch, dass er von der Straße verschwindet. Ja. Ja, schon. Und das wird er. Tante May, mach das mal lauter. Wir haben soeben von einer Geiselnahme bei Oscorp erfahren. Bewaffnete Männer haben mehrere Mitarbeiter in ihre Gewalt genommen. Oh nein! Überwachungsaufnahmen zufolge ist ihr Anführer der Berufsverbrecher Herman Schulz. Schulz? Was? Gwen, sie macht dort immer noch ihr Praktikum. So spät noch im Büro? Nein, aber ich sollte sicher gehen. Das ist eine gute Idee. Ich war immer der Meinung, ihr hättet euch nie trennen sollen. Warte nicht auf mich. Das tue ich immer. Schulz ist meinetwegen entkommen, wenn er jemanden verletzt. Nein, dieses Mal nicht. Oh, danach habe ich gesucht. Schau! Spider-Man!
nein, ich muss da rauf. Oh Mann, die Leute brauchen Hilfe. Schulz-Leute erwartet. Heute stirbst du. Jetzt nicht bewegen. Komm schon, Spider-Man. Du leierst. Los runter, stimmt's? Und davor haben alle Angst. Er ist ein Witz. Ich will ehrlich zu dir sein. Du bist echt mies in deinem Job. Gib es zu, du bist beeindruckt. Ich muss diese Trümmer bewegen, damit ich reinkomme. Ich muss diese Trümmer beseitigen. Warst du mein ganzes Leben lang? Die Lüftungsschächte bewachen. Kein Problem. Vlad macht das. Er ist klein und passt da rein. Weiter komme ich in den Lüftungsschächten nicht. Wie heißt du? Max. Max Still. Okay, Max. Es ist ganz einfach. Sag uns, wo die Waffen sind, oder du stirbst. Ich bin Elektroingenieur. Ich komme nicht in diese Bereiche. Dann ist das kein guter Tag für dich. Was, Max? Willst du mein Erzfeind sein? Reingelegt! Hast du... Ich stehe hier nur rum. Nein, bitte, bitte, kein Applaus. Okay, nur ein bisschen. Manchmal beeindrucke ich mich sogar selbst. Es ist nicht so, dass du da... Sie sprechen immer von einer Waffe. Ich verwette mein letztes Netz, dass Schulz zur Abteilung für Spezialprojekte will. Du bist Mr. Spider-Man. Einfach Spider-Man.
Mr. Spider-Man war mein Vater. Und du bist? Max. Max Dillon. Forschungsabteilung. Du musst mir helfen, Max. Sei meine Augen und Ohren. Schaffst du das? Ehrlich? Ich meine, ja. Ich lass dich nicht im Stich. Gut. Bring die Geiseln durch Treppenhaus C. Da ist alles sicher. Danke für deine Hilfe, Partner. Partner? Kern beschädigt, er überlädt. Und dann? Geht das Licht aus? Das Gebäude wird von einem experimentellen Kernreaktor versorgt. Wenn er explodiert, sterben wir alle. Super. Wo ist er? Da die Panzertüren dicht sind, gibt es nur einen Weg dorthin. Diese Förderung da drin behält er mit Kühlmittel zum Kern. Du kannst doch an Oberflächen haften, oder? Sicher. Der... gibt es ein riesiges Loch mitten in Manhattan. Ich muss jetzt die Kühlsysteme finden. Das ist es. Von hier kann ich das Kühlmittel freisetzen. Zu den Kühlsystemen. Auf Feld!
macht der Daily Bugle natürlich nie Bilder. Die Spinne! Das geht dich nichts an, Schwachkopf! Würdest du zumindest so tun, als wärst du nicht inkompetent? Es kamen keine Tiere zu Schaden. Bösewichte hingegen? Wir werden euch erledigen!